Hunkotla, ein isländisches Märchen.
Buchkotler, wenn ich dich finden soll. Thank you.
Schwanz und lege es quer auf den Boden, antwortete Buko-Klar. Es schien ihm vor lauter Angst nicht verwunderlich, dass die Kuh sprechen konnte, und er gehorchte ihr. Er riss ihr ein Haar aus und legte es quer auf den Boden. Das Haar verwandelte sich in einen riesigen Fluss. Thank you.
sehen war, war aber Kuckuckuckü sehr höflich und er bedankte sich bei Kuckuckuckü für ihre Hilfe. Warum der Papagei die Menschensprache nachplappert. Ein Märchen aus Thailand.
glückliche Kameradschaft sollte nicht von Dauer sein.
lauter und lauter. Marschierten der Bauer, die Nachbarin und die Krähe ernsten Schrittes zu Gericht. Als erster der Bauer, dann die Nachbarin, dann die Krähe. Als sie ankamen, setzten sie sich auf den Fußboden und warteten, bis der ehrwerte Richter eintrat. Fragte den Bauern nach seiner Geschichte. Er fragte die Nachbarin nach ihrer. Und die beiden stimmten nicht überein. Also fragte er die Krähe, was sie beobachtet hätte. Die Krähe war beunruhigt. Sie räusperte sich. Wisst ihr noch gestern Nacht, wie der Mond aufging? Wie die Sterne funkelten? Wie klar es war? Glaubt ihr den Worten dieses Vogels wirklich mehr als meinen? Der Richter bat um Entschuldigung. Fast erlaubte ich diesem lügnerischen Vogel,
euren guten Ruf zu schaden. Er ist gefährlich, hinterlistig, nicht zu trauen. Wir haben diese Krähe gehegt, gepflegt, sie willkommen geheißen und so zahlt sie es uns zurück. Lasst unsere Kameradschaft nun beendet sein. Die Krähe ging in den Wald, traurig über den Verlust ihrer menschlichen Freunde. Sie trägt bis heute schwarze Federn als Zeichen ihrer Trauer. Die Zeit verstrich und die Krähe gewöhnte sich an das Leben im Wald. Obwohl sie den Verrat nie ganz überwand, dachte sie immer seltener an ihr Leben unter den Menschen. Eines Tages sah sie im Wald einen neuen Vogel. Er war knallgrün und rot und sang ein Lied, das die Krähe noch nie zuvor gehört hatte. Ich bin der Papagei, sagte er. Ich beherrsche die Menschensprache und komme von weit her, um der Menschen Kamerad zu sein. Willkommen, sagte die Krähe, aber hüte dich. Auch ich beherrschte die Menschensprache und war jahrelang der Menschen liebster Kamerad. Die Menschen hegten mich und pflegten mich und wir verbrachten jeden Tag miteinander. Geige,
also eine größere Geige, die nennt sich Bratsche. Und dann gibt es die Geige. Und die Geige gibt es auch für Kinder, die gibt es im vierten und ganz kleine Geige gibt es auch. Ja, und in dem Märchen aber geht es um ein ganz anderes Instrument. Und zwar schaut so aus, das heißt Ukulele. Und kommt aus Afrika, wie auch die dritte Geschichte. Die heißt Sekehe und das ganz kleine. Gibt es keine einzige Mücke mehr? Die Mariazells tanzen und frohlocken.
verzweifelt. Was machen wir bloß? Ich habe eine Idee, sagt Sikhel. Aber Sikhel ist ja so klein und keiner hört ihn. Der Medizinmann. Die Frauen schellen mit den Glocken und Sikhel nimmt sein kleines Instrument.